Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ich merke, dass ich halt von Stück zu Stück zu meinem alten Fitnesszustand komme, aber Augen folgen den Händen. Man weiß auch, dass da noch einiges dazu gehört und es weiter nach oben gehen kann. Heute habe ich mich ehrlich gesagt ganz gut gefühlt. Jetzt gehen wir 2 vor 1 zurück. 2 vor 1 zurück. Natürlich sind die Beine ein bisschen schwerer als sonst nach einer normalen Einheit. Aber ich glaube, das gehört dazu. Und gerade mit der Länderspielpause ist das nicht verkehrt, dann auch weiter anzusteuern. Eule kenne ich halt, freue mich natürlich dementsprechend natürlich sehr. Aber ich glaube, über jeden Spieler, den man bekommt, der sich dafür entscheidet, zum VfL Osnabrück zu spielen, ist eine Bereicherung für uns. Ob wir jetzt mehr oder weniger freuen, ich glaube, das kann man nicht beantworten. Wir haben jetzt 5 Punkte. Jedes Spiel erfolgreich zu bestreiten, ist, denke ich mal, unser Ziel. Umso schneller wir die Marke erreichen, um den Klassenerhalt zu haben, ist natürlich das Beste, was man erreichen kann. Und dann wollen wir weiter nach oben schauen.